Spandau. Einzige Ziel der Dynamos, denn um mehr ging es nicht mehr im Duell Dresden gegen Union. Doch die Wuhlheider vermasseln dies durch Künzel schon nach 34 Minuten 1:0. Als Gütschow in der zweiten Halbzeit einen Foul-Elfmeter nur an die Latte nageln kann, war Trainer Schade entsetzt, doch es kam noch schlimmer. Torwart Groß konnte diesen Rückpass des jungen Bernhard nicht festhalten, dann zog er Kleves zu Boden, statt der roten Karte gab es nur Gelb und Elfmeter. Der Albaner Skela nächste Saison bei Aue machte es besser als Gütschow, der aber immerhin nach schönem Pass von Terjek noch den Anschlusstreffer erzielen konnte. Dynamo verliert 1:2 und sicherlich noch ein paar mehr der treuen Fans. Trennen sich 0:0, Charlottenburg gegen Reinickendorf 1:2, Spandau-Zehlendorf 1:1, Eisenhüttenstadt gegen Velten 5:0 und bereits gestern Sachsen-Leipzig gegen Cottbus 1:2. Und die Tabelle, da steht ja bekanntlich seit gestern Energie Cottbus als Meister in der Regionalliga Nordost fest.